Also, Assalamu alaikum. Wir sind hier vor der Polizeistation in Wien. Wir haben einen kleinen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt gemacht. Ein paar österreichische Schwestern zusammen mit Nora Illi Sightseeing. Und beim Stephansplatz wurden wir von der Polizei aufgegriffen. Und jetzt wurden sie mit zur Polizeistation genommen. Wir befinden uns vor der Polizeistation zur Identifizierung. Was Sie hier sehen, ist ein 30-minütiges Live-Video, das auf Facebook gerade die Runde macht. Aber was ist genau passiert? Die Burka-Aktivistin Nora Illi ist zu Besuch in Österreich mit scheinbar klaren Zielen. Sie will das schöne Wien sehen. Und wir sind jetzt hier mit ein paar Schwestern unterwegs, die alle hier in Wien leben und sich bereit erklärt haben, mir etwas die Stadt zu zeigen und auch die Spezialitäten. Und auch ein weiteres Ziel steht auf der Agenda der professionellen Provokateurin, die gezielte Boykottierung des noch jungen Verbots der Verhüllung. Und wir wollen jetzt mal ein klares Zeichen setzen, dass dieses Niqab-Verbot unrechtsmäßig ist, weil es uns nämlich in unserer Bewegungsfreiheit und unserem Recht auf Selbstbestimmung und in unserer Religionsausübung einschränkt. Nora Illi weiß, es wird Konsequenzen geben. Doch die Schweizerin will provozieren und kämpft für das Recht auf Verschleierung. So schlendert sie mit ihren maskierten Mitstreiterinnen durch Wien und kurz nach dem Stephansplatz kommt, was kommen musste. Wie gesagt, gelten das österreichische Recht somit. Entweder legen Sie das Gestapo oder ich darf Sie bitten, mit auf die Polizeiinspektion zu kommen. Also ich kann das leider nicht ausziehen, weil das wäre für mich, wenn ich plötzlich in der Unterwäsche hier stehen würde, ist meine Freiheit, das zu tragen. Also ich kann gerne zur Identifikation mit Ihnen mitkommen, das ist kein Problem, aber ich kann es nicht hier vor allem. Will irgendwer jetzt gleich das ablegen? Bitte? Will irgendwer jetzt gleich den Schleier ablegen? Okay, passt. Dann bitte. Sollen wir ihn folgen? Ja, durch. Okay. Solidarisch gehen die Frauen nun auf die Wache. Auf dem Weg verrät Illi kurz, warum ein Ablegen ihres Schleiers für sie unmöglich ist. Wir wurden jetzt hier kontrolliert und sie fordern von uns, dass wir gegen das Recht verstoßen und sollen den Schleier abziehen. Aber das kommt für uns nicht in Frage, weil wir tragen das aus Liebe zu Allah. Und es ist unsere Freiheit, unsere Religion zu leben. Was andere als Werkzeug der Unterdrückung sehen, ist für sie ein Beweis ihrer Liebe zu Allah. Und diese Liebe ist größer als das österreichische Gesetz und auch größer als die Angst vor dessen Konsequenzen. Was bleibt zum Schluss? Ein Facebook-Video, das in 4 Stunden 8.500 Aufrufe erlangt, Tendenz steigend, und 100 Euro Strafe für Nora Illi und für ihre Mitstreiterinnen.